So viele Marken, so viele Gasgrills. Doch welcher ist der beste? Und dafür schauen wir uns mal die Top 5 der besten Gasgrills 2021 an. Wir haben uns die 5 Gasgrills rausgesucht, die auf Amazon am besten von den Kunden bewertet wurden. Keiner dieser Gasgrills hat im Durchschnitt weniger als 4,7 Sterne und keiner weniger als 110 Bewertungen. Also hier ist wirklich die Top 5 der beliebtesten Gasgrills 2021 beisammen. Und wir schauen uns ganz genau den Charbroil Advantage Series an, den Bernhardt Big Fred, den Anders Monroe Pro 3 SEK Turbo, den Weber Spirit 210 Classic und den Charbroil Gas to Coal Hybrid Grill und vergleichen diese in den Kategorien Aussehen und Größe, Flammen und Hitze, Features bzw. Extras und natürlich den Preis. Und ja, fangen wir gleich an mit dem Charbroil Advantage Series. Beim Aussehen können wir sehen, dass wir hier eine schicke Silber-Schwarz-Optik haben. Der Grill ist vor allem aus Edelstahl hergestellt und hat einen mit Porzellan überzogenen Rost. Die Abmessungen seht ihr hier in der Tabelle. Wenn es um die Flammen bzw. die Hitze geht, haben wir hier zwei Varianten. Einmal die 3-Brenner-Variante und einmal die 4-Brenner-Variante. Bei der ersten haben wir zwei Edelstahlbrenner mit jeweils 7 Kilowattstunden und einen Edelstahl-Seitenbrenner mit 2,9 Kilowattstunden. Bei der großen, bei der 4-Brenner-Variante sind es dann 3 Edelstahlbrenner mit jetzt jeweils 10,6 Kilowattstunden. Über die Temperatur konnten wir keine Angaben finden. Wenn es um die Features und Extras geht, müssen wir auf jeden Fall den elektronischen Flammenstarter per Knopfdruck erwähnen. Ja, ein Knopfdruck und der Grill ist an, ganz ohne offene Flamme. Und außerdem den verstärkten Komfortgriff am Deckel und den Warmhalterost. Natürlich ist auf dem Deckel auch ein Thermometer vorhanden. Bei dem Preis sind wir beim Advantage Series bei 459,99 € für die 3-Brenner-Variante und bei 609 € für die 4-Brenner-Variante. Und damit sind wir auch schon beim Bernhardt Big Fred. Und da haben wir eine sehr edle Silber-Edelstahl-Optik mit ebenfalls wieder einem mit Porzellan überzogenen Rost. Die Abmessungen auch hier wieder in der Tabelle ersichtlich. Wenn es um die Flamme und die Hitze geht, haben wir hier 4 leistungsstarke Brenner, 3 Edelstahlbrenner mit 10,5 Kilowatt und einen Infrarot-Keramikbrenner mit 3,5 Kilowattstunden, der das Ganze laut Hersteller bis zu 900 Grad erhitzen soll im Grill. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr ordentliche Temperatur. Also damit kriegt man sein Steak auf jeden Fall alle Male durch. Zu den Features haben wir eine Abdeckhaube, die hier beim Grill inklusive ist. Das ist auch einmalig, dass der Hersteller gleich eine Abdeckhaube für den Grill mit reinpackt. Außerdem einen Food-Container mit 6 Liter Fassungsvermögen im linken Seitentisch und zusätzlich noch ein Bambus-Schneidebrett, das dabei liegt. Außerdem natürlich, wir kennen es, das Thermometer auf dem Deckel darf nicht fehlen. Preislich sind wir bei 669 € für den Bernhardt Big Fred. Und damit sind wir beim Anders Monroe Pro 3 SEK Turbo Gasgrill und der kommt in einer schicken Silber-Schwarz-Optik, besteht vor allem aus Edelstahl, vor allem die Brennkammern, ansonsten haben wir hier viel Gusseisen und Aluguss verbaut. Die Abmessungen seht ihr hier in der Tabelle. Bei den Flammen kommt auch dieser Grill wieder mit zwei Varianten, einmal mit der 3 und einmal mit der 4-Brenner-Variante. Bei der 3-Brenner-Variante haben wir 2 Edelstahlbrenner mit jeweils 3,5 Kilowattstunden und einem Infrarotbrenner mit 4,2 Kilowattstunden. Und bei der 4-Brenner-Variante sind es dann 3 statt 2 Edelstahlbrenner mit jeweils 3,5 Kilowattstunden. Und dieser Infrarotbrenner wird von Anders als Turbostufe bewertet und kann den Grill dann auf maximale 400 Grad erhitzen. Zu den Features. Da schauen wir uns vor allem an, was das SEK in dem Namen von dem Grill bedeutet. Und zwar steht das für Sichtfenster, Infrarotbrenner und für einen eingebauten Kocher, der noch dabei ist. Außerdem bekommen wir einen dreigeteilten Gussrost, der auch ein herausnehmbares Rundelement hat. Und generell ist das Innenleben des Grills durch die sogenannte Simple Clean Methode sehr leicht zu reinigen. Außerdem haben wir natürlich im Sichtfenster ein Thermometer integriert. Preislich kommt der Anders Monroe Pro 3 SEK bei der 3-Brenner-Variante mit 599 € und bei der 4-Brenner-Variante mit 738 €. Damit sind wir schon beim vorletzten Grill, dem Weber Spirit E210 Classic. Und zwar kommt er in einer schicken, simplen, schwarzen Optik, besteht vor allem aus Edelstahl- und Porzellanelementen
und auch der Rost ist mit Porzellan beschichtet. Bei den Flammen haben wir lediglich zwei Edelstahlbrenner mit jeweils 7,6 Kilowatt, die laut Kundenaussagen in den Amazon-Bewertungen allerdings das Ganze bis zu 300 Grad erhitzen können. Das ist das, was die Kunden auf dem Thermometer ablesen konnten. Zu den Features haben wir hier ja ganz einfach zwei klappbare und eine abnehmbare Arbeitsfläche und natürlich das eingebaute Thermometer, damit wir die Temperatur im Inneren überprüfen können. Preislich kommt der Weber Spirit E210 Classic mit 529,94 Euro. Und damit sind wir auch schon beim letzten und dem zweiten Charbroil Grill und zwar diesmal mit dem Gas to Coal und der kommt in einer schwarz-roten Optik, besteht aus Edelstahl und besitzt einen Gusseisenrost und die Abmessungen auch hier wieder in der Tabelle ersichtlich. Wenn wir über die Flammen reden, dann haben wir auch hier wieder zwei Varianten, einmal mit 3 und einmal mit 4 Brennern. Die 3-Brenner-Variante kommt mit zwei Hauptedelstahlbrennern a 10,1 Kilowattstunden und einem Edelstahl-Seitenbrenner mit 3,5 Kilowattstunden und die große, die 4-Brenner-Variante kommt mit drei Hauptedelstahlbrennern a 15,2 Kilowattstunden allerdings und einem Edelstahl-Seitenbrenner mit 3,5 Kilowattstunden. Das also so wie bei der 3-Brenner-Variante. Das Ganze soll laut Kundenaussage, da es auch hier wieder keine Herstellerangabe gibt, das Innere des Grills bis auf 375 Grad Celsius erhitzen. Bei den Features sticht natürlich raus, dass wir es hier nicht mit einem reinen Gasgrill zu tun haben, sondern diesen auch mithilfe der zwei beigelegten Kohleschalen einfach und schnell in einen Holzkohlegrill umwandeln können. Dieser Grill also als Gas- und auch als Holzkohlegrill nutzbar. Das ist das hauptsächliche Feature des Charbroil Gas to Coal. Und natürlich auch hier wieder ein Thermometer auf dem Deckel verfügbar. Der Preis des Gas to Coal liegt bei 409,94 Euro mit der 3-Brenner-Variante und bei 599,99 Euro bei der 4-Brenner-Variante. Ja, kommen wir zum Fazit. Also, welcher ist der beste Grill? Und das kann man meiner Meinung nach nicht wirklich sagen. Ich kann nur so viel sagen, dass der Weber Spirit meiner Meinung nach zwar solide zu sein scheint, aber im Vergleich nicht zu empfehlen ist. Da Charbroil zum Beispiel mit zwei günstigeren Alternativen kommt, die sich auf einem ähnlichen Level wie der Weber Spirit befinden, beziehungsweise den Spirit leistungstechnisch noch toppen. Bei den übrigen vier kommt es natürlich auf die eigenen Vorlieben an, jedoch fällt hier für mich der Charbroil Advantage auch noch raus. Es scheint ein solider Grill zu sein, doch kann er bis auf den Komfortgriff meiner Meinung nach keine wirklichen Highlights bieten und fällt für mich, obwohl es ein klasse Grill ist, gegen die noch stärkere Konkurrenz hier raus. Wenn es um die Features geht, überzeugt der Bernhard Big Fred zum Beispiel durch seine mitgelieferte Abdeckhaube, die man sich sonst noch zusätzlich erwerben müsste, mit dem Food-Container, mit Schneidebrett und drei sehr leistungsstarken Edelstahlbrennern und einem Infrarot-Keramikbrenner. Der Monroe Pro 3 zum Beispiel überzeugt durch ebenfalls einen Infrarotbrenner, dann dem Sichtfenster, was einmalig ist, aber auch durch den dreigeteilten Gussrost und auch der einfachen Reinigungsweise des Grills. Ebenso überzeugt auch der Charbroil Gas to Coal durch seine starke Brennerleistung und die Möglichkeit, den Grill in wenigen Sekunden zu einem Kohlegrill umzufunktionieren. Also hier muss jeder wissen, welcher Grill am besten für seine eigenen Ansprüche genügt, welche Features man braucht, wie viel Leistung man braucht und natürlich auch, wie viel Geld man bezahlen möchte. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Vergleich dazu beitragen, dass euch diese Entscheidung leichter gefallen ist. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und ich würde mich über einen Kommentar und über eine Bewertung und natürlich auch über ein Abo freuen, wenn ihr keine weiteren Vergleiche verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.